Mit seinen teils provokanten Aussagen sorgte Durek Ferrett immer wieder für Furore. Jetzt plauderte der Ehemann von Märtha Louise von Norwegen erneut private Details aus. Die Kritik an dem umstrittenen Schamanen reißt nicht ab. Doch es scheint, als halte Märtha Louise von Norwegen, 52, auch in den dunkelsten Stunden zu ihrem Traummann Durek Ferrett, 49. Am 31. August 2024 gaben sich die beiden nach insgesamt 5 Jahren Beziehung ganz offiziell das Ja-Wort. Die Tochter von König Harald, 87, und Königin Sonja, 87, zelebrierte ihre Liebe mit einer 3-tägigen Feier und schwärmte kurz zuvor, dass es ein tolles Gefühl sei, Durek zu heiraten. Auch der Schamane machte öffentlich nie einen Hehl aus seiner tiefen Liebe zu Märtha Louise. Und das, obwohl er vor wenigen Monaten erst gegen die norwegische Königsfamilie wetterte und behauptete, dass jeder Norweger fremdenfeindlich und rassistisch sei, ohne es zu merken. Jetzt sorgte Durek erneut für Aufruhr, als er plötzlich private Details ausplauderte. Märtha Louise von Norwegen, Ehemann Durek plaudert Details aus dem royalen Leben aus. Nur wenige Tage vor seiner romantischen Hochzeit mit Märtha Louise entschied sich Durek Ferrett dazu, der Zeitschrift Olla ein Interview zu geben. Statt sich darin zurückzunehmen, sprach der umstrittene Schamane erneut offen über das Leben der norwegischen Königsfamilie. Ein Fauxpas, der Schwiegerpapa König Harald sicherlich nicht gefallen dürfte. Im Interview erzählte Durek nämlich von dem Moment, als er 2022 seiner Frau einen Heiratsantrag machte. Kurz zuvor bat er das norwegische Königspaar um seinen Segen, woraufhin sowohl Harald als auch Sonja eine Weile still gewesen sein sollen. Ein Moment, der Durek Ferrett nervös gemacht haben soll, wie er gegenüber Olla zugab. Ich habe geschwitzt, als ich auf ihre Antwort wartete, und dann drehten sie sich zu mir um und sagten, dass sie mich gerne als Teil der Familie hätten. Märtha Louise von Norwegen, Ehemann Durek hält sich nicht an die Regeln. Mit seiner Offenheit widersetzte sich Durek erneut den Regeln der norwegischen Royals, die sonst großen Wert auf ihre Privatsphäre legen. Zwar erklärte Durek im Interview mit Olla, dass er unsere privaten Gespräche nicht preisgeben könne, kurz darauf warf der 49-Jährige seine Aussage jedoch wieder über Bord, als er aus einem Gespräch mit Kronprinz Haakon, 51, zitierte. Mein zukünftiger Schwager hat darüber gesprochen, wie privilegiert er ist, mich in seiner Familie zu haben, was wirklich rührend ist. Dies könnte bei den Royals für mächtig Ärger sorgen, denn laut COG Haar ist es sowohl Märtha Louise als auch Durek Ferrett seit November 2022 untersagt, andere Mitglieder des norwegischen Königshauses in einem Rahmen zu erwähnen, in dem auch kommerzielle Aktivitäten stattfinden. Dazu sollen explizit auch Interviews gehören.